So, weiter geht's. Hier sind also alle Werte unseres Boxplots, die beiden Quartile, Minimum, Maximum und die beiden Mittelwerte. Und jetzt soll es darum gehen, dass wir das einmal zeichnen in ein Boxplot, also dieses Diagramm erstellen. Beim Säulendiagramm war es ja so, dass wir zwei Achsen haben, ne? Eine untere Achse für die ganzen Noten, die darauf eingetragen sind, und eine Achse, die nach oben führt, für die Anzahl der Noten. Diese obere Achse gibt es beim Boxplot nicht. Da gibt es nur die untere Achse. Fangen wir mal an, die zu zeichnen. Also die untere Achse, auf der die ganzen Noten eingetragen werden. Nehmen wir mal ein Lineal und ich zeichne mal die Achse. Wenn ich jetzt die Noten darauf eintrage, muss mir ja klar sein, also zwischen der 1 und der 2 ist genau so viel Abstand wie zwischen der 2 und der 3. Ne? Also die Zahlen sind ja alle gleich weit voneinander entfernt. Das heißt, wenn ich zwischen der 1 und der 2 3 cm wähle, dann sollte ich auch zwischen der 2 und 3 denselben Abstand wählen und zwischen 3 und 4 und so weiter. Denn alle Zahlen sind ja gleich weit voneinander entfernt. So, da habe ich jetzt erstmal meine Achse. Gucken wir mal, dass wir alle Werte sehen. Ja, hier. Und jetzt kann ich anfangen, meinen Boxplot zu zeichnen. Wir beginnen mal mit Minimum und Maximum. Das Minimum lag ja bei 1. Also mache ich mal bei der 1 einen Strich. Das ist mein Minimum. Mein Maximum lag bei 5. Also mache ich auch bei der 5 einen Strich. Auf derselben Höhe am besten, ne? Maximum. Mit Kästchen geht das alles besser. Okay. Das sind Minimum und Maximum. Machen wir mal weiter mit den Quartilen. Das untere Quartil war 2,5. Also hier zwischen 2 und 3, hier bei 2,5 machen wir da mal auch wieder so einen Strich. Obere Quartil war 4, also da ein Strich für das obere Quartil. Auch das können wir bezeichnen. Das war mein unteres Quartil, das ist mein oberes Quartil. Okay. So, das Ganze heißt ja Boxplot, denn die beiden Quartile umranden rechts und links die sogenannte Box. Hier. Das ist die Box. Ja, umrandet links vom unteren Quartil, umrandet rechts vom oberen Quartil. Den Boden und die Decke, wie groß man hier die Abstände zwischen Boden und Decke der Box wählt, das kann man sich überlegen. Das ist künstlerische Freiheit. Kann man auch schmaler machen oder größer, das hat nichts zu bedeuten. Zu bedeuten hat nur der Abstand zwischen den beiden Quartilen, zwischen den Seitenwänden, weil das unteres und oberes Quartil ist. Auch wie lang man diese Striche macht, ist künstlerische Freiheit. Die sind häufiger ein bisschen kürzer als die Quartilstriche hier. Aber sollten auf jeden Fall gleich lang sein, Minimum und Maximum, genauso wie die beiden Quartile natürlich gleich lang sein müssen, sonst wäre es ja kein Rechteck, ne? Keine schöne Box. Gut, die Minimum, Maximum werden verbunden mit der Box durch die sogenannten Antennen. Die nennt man wirklich so. Ja, das sind die Antennen, die Minimum und Maximum mit der Box verbinden. Okay, fehlt noch arithmetisches Mittel und Median. Machen wir mal den Median. Den haben wir immer in grün geschrieben zuletzt. Eigentlich wird er in einem Boxplot allerdings mit rot vermerkt, mit einem roten Strich. Und zwar bei 3. Hier ist meine 3, also mache ich meinen roten Strich hier bei der 3. Das hier ist mein Median, abgekürzt mit M. Okay? Fehlt als letztes nur noch das arithmetische Mittel. Das war 3,28 und das wird gekennzeichnet durch einen blauen Punkt. Bei 3,28, also etwa hier ist 3,28. Das, da mache ich mal gleich einen Pfeil drauf, ist mein Durchschnitt, mein arithmetisches Mittel. Ja, also so sieht das fertige Boxplot aus, der fertige Boxplot aus, mit seinen Antennen und der Box in der Mitte. Ihr könnt mir überlegen, ob Median und arithmetisches Mittel wirklich immer in der Box liegen. Hier ist es der Fall, ne? Und ja, könnte das auch anders sein? Könnte es sein, dass der Median einmal außerhalb der Box liegt, also außerhalb der beiden Quartile? Oder dass das arithmetische Mittel, der Durchschnitt, dass der mal auf einer Antenne liegt, also nicht innerhalb der Box? Das werde ich mal als Aufgabe formulieren. Da bitte ich euch mal drüber nachzudenken. Und falls ihr irgendwie so einen Klassenspiegel oder irgendwas anderes findet, eins von diesen beiden Werten, einer von diesen beiden Werten, außerhalb der Box liegt, dann ja, schreibt das mal da in die Diskussion, ja, ob ihr so ein Beispiel findet. Ob das wirklich möglich ist, dass Median oder arithmetisches Mittel oder sogar beide außerhalb der Box liegen.
Vielleicht noch zwei, drei interessante Sachen, die man aus dem Boxplot ablesen kann. Ne? Das sind ja diese ganzen statistischen interessanten Werte, die man aus dem Säulendiagramm so nicht herauslesen konnte. Minimum und Maximum schon, aber Quartile und die Mittelwerte eben nicht. Interessant ist vielleicht auch, dass innerhalb der Box hier liegt ungefähr, ziemlich genau, die Hälfte aller Daten. Innerhalb der Box sind ja diese Werte, ne? Die liegen innerhalb der Box. Und das können wir uns mal so vergegenwärtigen. Also, wenn wir uns mal diese Abschnitte hier angucken, immer durch die Quartile oder Median getrennt, dann ist das ja eigentlich, dass hier liegen 6 Daten, hier liegen 6, dann kommt der Median, hier wieder 6 und da wieder 6. Also das sind eigentlich alles Viertel. Die Daten werden nicht mehr in 2 Hälften geteilt, so wie beim Median, sondern durch die Quartile eigentlich geviertelt. Ne? In 4 gleich große Teile, also in 4 Viertel. Deswegen auch Quartile, das kommt von Viertel. Deswegen heißt das Quartil. So ganz kommt es nicht hin, denn also der Median ist ja hier noch irgendwie mit dabei. Ne? Also eigentlich liegen hier jetzt ja 13 Daten und hier liegen 6 und hier liegen 6, also auf den Antennen hier und hier, das ist das und das, da liegen insgesamt 12 und in der Box liegen insgesamt 13, weil das hier halt eine ungerade Anzahl ist und der Median eben genau in der Mitte liegt und weder zur unteren noch zur oberen Hälfte gehört. Aber so ungefähr kann man sagen, dass in der Box, das ist das, liegen die mittleren beiden Viertel, vielleicht plus den Median, das wäre die eine Hälfte der Daten, die liegt immer in der Box. Und die andere Hälfte der Daten, das wäre das erste und das letzte Viertel, die liegen außerhalb der Box, also auf den beiden Antennen. Das ist auch ganz interessant, ne, wie die Daten so verteilt sind. Also was bewegt sich eher im Mittelfeld? Das ist hier das Mittelfeld. Ne? Wie viele Daten liegen da ein? Ist die Box ganz klein? Drängen sich ganz viele Daten in so eine ganz kleine Box? Oder ist die Box ganz groß? Das würde ja heißen, dass nur ganz wenige Daten in der oberen und in dem untersten und in dem obersten Viertel liegen. All das sind manchmal ganz wichtige Erkenntnisse, die man aus so einem Säulendiagramm nicht auf einen Blick herauslesen kann, aus so einem Boxplot schon. Also das hat hier und da durchaus seine Vorteile. Gut. Ihr könnt all das nochmal nachlesen in unserem Mathebuch auf den Seiten 166, 167. Da ist nochmal ein anderes Beispiel, da geht es um Körpergrößen, glaube ich, die hier schon in einer geordneten Liste schön sortiert sind. Da seht ihr die ganzen Fachbegriffe nochmal. Einen zugehörigen roten Kasten. Das könnt ihr euch gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Hier seht ihr dann das entsprechende Boxplot zu diesen Daten. Auch da seht ihr wieder den roten Median. Hier den Punkt für das arithmetische Mittel, die Antennen und all sowas. Also einfach nur mal in einem anderen Beispiel erklärt, das ist bestimmt nicht verkehrt, wenn ihr euch das auch nochmal zu Gemüte führt. Und dann würde ich euch bitten, dass ihr mal von der Aufgabe, die wir bereits bearbeitet haben, nämlich von Seite 164 Nummer 6, das war die mit den komischen Niederschlägen, dass ihr hierzu zu Essen und zu Bombay, dass ihr da mal die Niederschlagsverteilung mal in einem Boxplot darstellt. Das würde ich gerne einmal anleiten. Bei diesem Boxplot, was ich eben aufgestellt habe, da ging es ja um Noten. Ne? Die Noten von 1 bis 6. Und hier geht es um Niederschläge. Jetzt können wir mal überlegen, wir hatten hier unsere Achse, das waren wie gesagt die Noten. Wie sieht denn diese entsprechende Achse aus, wenn es jetzt bei dieser Aufgabe um Niederschläge geht? Und wie wird sie skaliert? Habt ihr eine Idee? Ich zeige euch schon mal die Achse. Hier, es gibt hier nur die eine, ne, im Boxplot, es gibt keine zweite Achse. So. Und da geht es irgendwie um Niederschläge. Oder schreibt man da jetzt die Monate drauf? Januar, Februar, das sieht ja irgendwie hier so aus, ne? Nee, man schreibt immer das auf, ja, die Wertausprägung, um die es einem geht. Und es geht einem ja um die Menge von Niederschlägen. Und der kleinste Niederschlag, der hier vorkommt, ist ja, glaube ich, in Bombay im Dezember, da scheint ja wirklich 0 zu sein. Und die höchste Niederschlagsmenge ist knapp unter 700. Also hier bewegen sich irgendwie die beiden Niederschlagsmengen, um die es uns geht. Und ihr würde ich euch bitten, dazwischen jetzt eure Liste zu skalieren, wie gesagt, in den gleichen Abständen. Ne? Also, dass zwischen 0 und 100 nicht mehr Platz ist als zwischen 100 und 200. Das dürfte nicht sein. Und dann könnt ihr über dieser Achse könnt ihr zwei Boxplots zeichnen. Eins für Essen und eins für Bombay. Über ein und derselben Achse zwei Boxplots. Dann kann man die beiden nämlich nochmal prima vergleichen und sieht vielleicht auch,
durch die Unterschiede in den beiden Boxplots, ja, was inwieweit sich da die Niederschlagsmenge unterscheidet beim einen in Essen und zu der Niederschlagsverteilung von Bombay. Da kann man vielleicht noch mehr herauslesen als aus diesem Säulendiagramm, aus diesen beiden Boxplots. Also, das bitte macht mal vielleicht als erste Übung zum Umgang mit Boxplots, das hier darzustellen in Boxplots, und dann gibt es noch die Aufgabe zu ermitteln, ja, können die Mittelwerte außerhalb der Box liegen, ne? Da habe ich ja schon im Video zuvor gerade ein paar Worte zu verloren. Und da würde ich nochmal zwei, drei weiterführende Aufgaben zu Boxplots euch mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ihr kommt damit gut klar. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Arbeit mit den Boxplots. Tschüss!